Ohne Zweifel einer der am meisten erwarteten Kämpfe des Abends. Bojan Veličković gegen Leandro Silva. Insgesamt haben sie mehr als 65 Kämpfe auf dem Konto. Apollo ist schon 36 Jahre alt. Der 3 Jahre jüngere Bojan Veličković wird für viele der Favorit des Kampfes sein. Er schafft es, die meisten seiner Gegner ans Netz zu drängen, unter sich zu werfen und ihnen dann nach und nach die Kräfte zu entziehen, mit einem Schlag nach dem anderen. Bojan Veličković! Apollo hat auf seinem Konto 2 Niederlagen in Folge, wobei sich die letzte bei Octagon im hervorragenden Titelkampf gegen David Kozma ereignet hat. Der 26. Sieg wird für Apollo sicher nicht einfach zu erringen sein. Gegen Bojan Veličković muss er eine seiner besten Leistungen zeigen. Der Kampf zwischen den 2 MMA-Weltveteranen, die in ihren besten Jahren sind, bringt euch das Turnier Octagon 36 in Frankfurt gerade jetzt. Tja, und los geht's. Hier macht sich Leandro Apollo Silva auf den Weg in den Cage. Interessante Maske. Ja. Das ist Monster. Das ist ein Teil seines Gimmicks und er ist übrigens der einzige Kämpfer bei Octagon, der sein Walkout-Lied selber komponiert und gesungen hat. Er macht hobbymäßig Musik und das ist so seine, einfach noch so seine Passion. Sympathisch, finde ich sympathisch. Ja, es ist auch echt Wahnsinn, was dieser Mann für einen Weg hinter sich hat. Kommt aus Brasilien, ist auch in Favelas groß geworden, unter ärmlichsten Verhältnissen, lebt jetzt mittlerweile. Lebt und trainiert in Miami, in Florida. Hat Kampfsport im Alter von 18 Jahren angefangen. In einer relativ schweren Zeit seines Lebens hat er sogar, also war von Depressionen geplagt, hatte Selbstmordgedanken und er hat gesagt, ohne das BJJ, ohne den Kampfsport, wäre er heute vermutlich nicht mehr hier. Also dieser Mann hat wirklich Herz, der ist nach 12 Stunden Nachtschichten, ist der morgens ohne Schlaf ins Gym gegangen. So viel zum Herz und zur Hingabe von Leandro Apollo Silva. Also er kam ins BJJ, verliebte sich in den Sport und seit da ist er einfach mit Beständigkeit dabei geblieben. Er ist ein Trainingspartner von Jorge Masvidal und Dustin Poirier, die auch in Florida sind. Also wirklich High-Quality-Trainingspartner auf höchstem UFC-Niveau. Und bei Octagon hat er, wie gesagt, bisher nur gegen den Weltergewichts-Champion David Pink Panther Kozma verloren. Ebenso wie sein Gegner heute, Bojan Serbian Steel Veličković. Spannendes Duell. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ja, und Apollo ist bislang fast noch, also in einem MMA-Kampf ist er noch nie K.O. gegangen. Es hat bislang noch keiner geschafft, ihn mit einem K.O. zu finishen. Aber mal sehen, was wir heute hier präsentiert kriegen. Hat ja einen Low-Kick-Spezialisten auf der anderen Seite. Yes, absolut. Denn Bojan Veličković, der gebürtige Serbe, auch er lebt und trainiert mittlerweile in den USA, in Denver, Colorado. Hat eine super Siegesserie jetzt hinter sich. Von seinen letzten 6 Kämpfen hat er 5 für sich entscheiden können. Und ja, es sieht gut aus für den 35-Jährigen. Auch er ist ein brandgefährlicher Striker, also da dürfen wir uns auf einiges gefasst machen hier. Für dieses Match bei uns auf dem Main Card. Hat offensichtlich gute Laune. Yes. Es ist immer schön zu sehen, wenn die Kämpfer ruhig und gelassen sind. Aber beide, sowohl Veličković als auch Apollo, sind für eine Überraschung gut. Wozu bist du eingelaufen? Ich hatte früher von Korn das Lied Narcissistic Cannibal, falls du es kennst. Das ist von Korn und Skrillex. Etwas, was hat so richtig mies scheppert. Das ist einfach so eine Message. Ich bin laut, ich bin da. Was hast du eigentlich für einen Walkout-Song aktuell? Ach, unterschiedlich. Alles, was gute Laune macht, worauf die Leute Bock haben. Du hast zwischendurch, glaube ich, mal Haftbefehl gehabt, oder? Ich bin einmal zu 069 eingelaufen. Genau, ja. Zur Frankfurter Wand. Wer weiß, vielleicht hören wir das ja auch heute. Aha, okay. Ich weiß es nicht. Liegt ja nah. Das wäre doch was. Ja, eigentlich schon.
Eigentlich schon. Frankfurter Hymne. Yes. Also beide Kontrahenten, die wir hier sehen, sind ehemalige UFC-Kämpfer. Sowohl Apollo Silva als auch Bojan Vidicovic haben ihre Zeit in der Champions League des MMA-Sports verbracht. Auch Silva ist danach bei sämtlichen anderen prominenten Organisationen unterwegs gewesen, hat in Russland bei ACB gekämpft. Also erfahrene Veteranen, die immer für eine Überraschung gut sind. Wir sehen jetzt auch die Quoten. Alles ist ziemlich ausgeglichen hier in diesem Duell. Alles kann passieren. Aber natürlich ein 8 cm Größenvorteil für den Striker Bojan Vidicovic. Und kleiner Fun-Fact über Bojan Vidicovic: Er hat zu Beginn seiner Karriere den jetzigen UFC Light Heavyweight Champion besiegt. Our next contest is a welterweight bout, scheduled for 3 5-minute rounds. And the referee in the charge in octagon is Pablo Picante Tosh. Let me introduce you both fighters, and we start in the blue corner. He is 36 years old, stands 178 centimeter tall, represents American top team and weight in at 76.9 kilo. Ja, Apollo macht hier noch ein paar kleine Dehnungs-Gymnastikübungen. Sehr unterhaltsam, hier zuzugucken. Aber ich muss auch sagen, irgendwie feiere ich das, weil der ist einfach so in seinem Film drin und der gibt einfach, also er pfeift auf alles. Mir interessiert das null, was Leute hier von ihm denken können. In the red corner. He is 33 years old, stands 186 centimeters tall, weighing at 77.4 kilo. Represents Eastern Training Center Elevation Fight Team, and the coaches in his corner are Sean Madden and Peter Straub. He has a professional record of 34 fights, 21 wins, 2 draws and 11 losses. Fighting out of Serbia, Bojan the Prometheus Velichkovic! Und jetzt kann es offiziell losgehen. Wir machen uns bereit für das nächste Feuerwerk hier auf der Main Card. Also Leandro Apollo Silva in den gelb-weißen Kampfshorts und Bojan Vidicovic in Schwarz und Gelb. Vidicovic hier aus der Rechtsauslage steht mit dem rechten Bein vorne, so wie auch sein Gegner Apollo Silva. Also wir haben hier Rechtsausleger gegen Rechtsausleger. Das bedeutet, tendenziell ist die linke Hand die stärkere. Und auch hier schon Vidicovic wieder mit langen Fäusten und Kicks. Oh, guter Haken ist hier durchgekommen. Und Vidicovic kommt hier mit den Kicks ganz gut in seine Distanz rein, verschafft sich hier schon mal ersten Respekt. Aber wie schon gesagt, es ist im MMA bislang noch niemandem gelungen, Silva K.O. zu schlagen oder TKO zu schlagen. Oh, der Körpertreffer hier, der Kick hat mal richtig geschnalzt. Vidicovic arbeitet hier spielerisch im Stand. Hält sich sein Gegner hier an der Außenseite und läuft förmlich in die Low Kicks rein. Guter Low Kick hier zum Abschluss. Ah, kriegt einen zurück. Yes. Es ist ein Geben und Nehmen, lieber Max. Das gilt natürlich auch für Low Kicks. Vor allem bei diesen zwei. Oh, schöne Führhand hier von Vidicovic. So, Vidicovic hier mit etwas offensiveren Bewegungen. Oh, High Kick geblockt. Ging auf die Deckung. Silva lässt sich halt immer pressen. Der muss jetzt auch mal. Ja, jetzt kommt er, will die Ringmitte für sich bestimmen. Ja. Und Silva wechselt die Auslage, steht jetzt mit dem linken Bein vorne. Ich weiß nicht, ob das taktisch ist oder ob das vielleicht auch an den Low Kicks von Bojan Vidicovic lag, die hier erste Schmerzsignale im Bein aussenden. Aber jetzt sind beide wieder in der Rechtsauslage zurück. Switchkick hier, aber Apollo ist rausgegangen. Oh. Schöne Führung. Ja, schön spritzig. Fällt mir eh gut. Tasten sich ab, bewegen sich gut.
Time ihre Aktion. Ja, das ist ja ohnehin so, dass die ersten 1 bis 2 Minuten eher so eine Abtastphase in den Kämpfen ist. Und in denen auch der Gegner natürlich gelesen wird. Ja? Und erst dann werden die wirklich fatalen Aktionen ausgepackt. Ja, schöner Jab. Ja. Hoppa! Schöne Mindbewegung hier von Silva. Der steht jetzt wieder hier in der Linksauslage. Veličković versucht mit dem gesprungenen Knie. Harter Lowkick. Den hat Veličković gemerkt. Ja. Also technisch schönes, sauberes Boxen, was wir hier von den beiden sehen. Super schön. Und dann diese Kicks zum Abschluss. Das ist schon wirklich nasty. Ja. Wow. Gutes Head Movement. Ja, da merkt man einfach die boxerischen Fähigkeiten von Leandro Apollo Silva. Ja. Das kommt ihm hier auf jeden Fall zugute. Aber beide Kämpfer. Ich wollte es gerade sagen, wenn er die Hände so runternimmt, dann ist kein Boxen. Mir gefällt Austausch hier. Mir gefällt auch jetzt sehr gut von beiden Kämpfern, dass sie Kopf-Körper-Kombination machen, dass es nicht alles nur zum Kopf geht. Und beide sind aber extrem gut darin, selber nicht getroffen zu werden. Also sind beide super intelligente Kämpfer. Aber das ist wirklich Striking auf allerhöchstem Niveau, was wir hier sehen dürfen. Wieder Schlagabtausch. Geil. Wieder Schlagabtausch in der Käfigmitte. Roundhouse Calf Kick. Beide Kämpfer wieder in der Rechtsauslage. 1 Minute haben wir noch in dem Duell. Ja, Silva muss aufpassen, dass die Hände nicht. High Kick kann schon gefährlich kommen. Ja, die High Kicks von Bojan Veličković sind auch berüchtigt. Also da hat er schon ein paar Gegner in der Vergangenheit damit schlafen geschickt. Und gut wieder ausgeboxt hier. Schön gemacht. Silva hat ein gutes Auge. Ja, wirklich ein gutes Auge. Er darf aber sich nicht nur auf sein gutes Auge verlassen und dadurch langsam auf den Beinen werden, sondern er muss sich weiterhin bewegen. Sobald er kein bewegliches Ziel mehr ist, sondern auf der Stelle stehen bleibt oder in der Schlagdistanz von Veličković bleibt, dann wird es für ihn gefährlich. Jetzt arbeiten hier beide nochmal aus der kurzen Distanz. Kurzer versuchter Wurf auf die Seite hier von Silva. Das hat ihm signalisiert. Ja, das sind natürlich auch diese Psychospielchen, die da im Kämpfen stattfinden. Das sind meine Lieblingsspielchen, die Psychospielchen. Ja. Und da habe ich natürlich hier einen wahren Fachmann an der Seite, wenn es um diese Mind Games geht. Erzähl mal, was macht das mit dir als Kämpfer, wenn dein Gegner dir im Cage gegenübersteht und sagt, so nach dem Motto, mach doch weiter, er schüttelt den Kopf und sagt, es juckt mich nicht. Was macht das mit einem? Also ich sag ganz ehrlich, mich kickt das immer. Also wenn ich jemanden hab, wenn ich ihn gut getroffen habe, der nickt mir zu und will mehr, dann finde ich das geil. Ja. Das macht natürlich auch einen Kämpfer irgendwo aus. Ja. Aber ich meine, die Leute, die hier heute stehen, die lassen sich nicht so einfach, sage ich mal, flachsen von irgendwelchen Psycho-Gesten, Psycho-Spielchen. Aber es ist natürlich für die Fans von außen, wenn man das so mitzieht, ist es halt natürlich geil. Es würzt das Ganze noch mal ein bisschen auf. Und hier sehen wir noch mal die schöne Führhand von Leandro Silva. Und die hat den Kick abgefangen. Das war haarscharf, da hat nicht viel gefehlt. Also die Arbeit mit der Führhand hat mir ausgesprochen gut gefallen hier. Führhand Low-Kick scheint fast für beide Parteien hier das Rezept zu sein, mit dem sie den Kampf gewinnen können. Ja, Roundhouse Calf-Kick. Ah, super, super fies. Also mit der Ferse auf den Oberschenkel. Das ist wirklich extrem schmerzhaft. Also die Runde würde ich knapp für Silva werten. Ja, ich hätte jetzt auch Apollo leicht vorne, aber es ist offen. Also es kann alles noch passieren. Und ich finde es natürlich auch sehr unterhaltsam, dass beide Kämpfer hier ihren Spaß am Standkampf haben. Kann ich dir nur recht geben. Weil dann gibt es hier einen sozusagen einen Muay Thai. Schön gemacht hier. Dann gibt es hier sozusagen einen Muay Thai-Kampf mit MMA-Handschuhen. Und das ist natürlich. Er hat ihn angeklingelt. Stiff Jab. Kann er hier jetzt nachsetzen? Apollo ist in der Oberlage, versucht hier mit Schlägen weiterzuarbeiten. Aber Veličković arbeitet hier gut in der Defense aus der Rückenlage. Er hat ihn hier angeklingelt, das ist auf jeden Fall was fürs Highlight. Gut erwischt mit einem kurzen Schlag. Veličković arbeitet sich hier raus, versucht seine Hüfte auf die Seite zu bringen, damit Apollo ihn hier nicht so festpinnen kann.
Wir haben jetzt noch 4 Minuten. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, Silva ist ein BJJ-Schwarzgurt. Das ist für ihn natürlich sein Zuhause. Ja, wir wissen, alle Brasilianer sind tendenziell gefährlich auf dem Boden. Weil es auch tendenziell alle Schwarzgurt. Ja, weil es dort einfach Nationalsport ist. Ja. Oh, oh, gefährlicher Abwitz hier von Veličković. Ich glaube, da ist Apollo in einen Abkick reingelaufen. Aber er hat hier weiterhin die Oberlage. Und Veličković macht das hier jetzt gut, arbeitet sich hier raus. Versucht den Abkick nochmal und drückt seine Ferse in die Hände. Wieder! Wow! Klasse Abkicks. Oh, jetzt muss er aufpassen mit den Submissions. Er hat einen Front Headlock. Kann Apollo hier. Ja, er hat noch einen Arm um das Bein drumherum. Das heißt, er geht noch nicht primär. Muss aufpassen, wenn er jetzt. Ah, gut. Will den Rücken, will die Haken reinkriegen. Yes, und der sitzt. Silva gut. Das macht er einfach sehr gut. Sehr gut gemacht von Silva. Jetzt hat er hier fast komplett den Rücken. Jetzt muss er hier aufpassen. Abschütteln lassen. Ganz genau, ja. Oh! Und schön gemacht von Veličković. Und so schnell kann man seine Position verlieren im MMA. Und dann hat sich das Blatt schon wieder komplett gewendet. Und Veličković jetzt in der Oberlage, macht hier kurze Schläge, arbeitet hier weiter, versucht seine Position zu verbessern. Oh, harter Ellbogen. Und jetzt beide wieder im Stand. Und Veličković hat einen Cut unterm Auge. Das ist fies. Beide arbeiten im Clinch weiter. Kurzes Knie von Apollo und direkt im Anschluss kurzes Knie von Veličković. Und jetzt haben wir beide wieder in der langen Schlagdistanz. Wow! Bojan kommt hier mit der Führhand durch. Macht das gut. Dann noch knapp 2 Minuten auf der Uhr. Und wir sehen hier. Oh! Schöne Kombos. Schöner linker Haken hier. Also der vordere, rechte Haken, Entschuldigung, mit der Führhand. Und Veličković versucht hier jetzt mit einem geraden Ellbogen reinzulaufen. Also das Striking von Veličković gefällt mir hier ausgesprochen gut. Ja, Silva geblockt. Bisschen müde. Ja, er sieht ganz danach aus. Aber wir haben es vorhin schon mal angesprochen, der Mann ist einfach ultra zäh. Er ist fast nicht zu finishen. Also Silva kommt wieder raus. Immer die Jabs. Immer wieder diese Jabs vom Head-Move. Oh, das ist schön gemacht hier. Gut. Aber man muss aufpassen wegen diesen Low-Kicks. Da darf man jetzt nicht arrogant werden. Guter Konter hier von Apollo. Er hat auch in seinem vergangenen Boxkampf bei Octagon angefangen, Faxen zu machen und die Hände runterzunehmen. Hat gedacht, er kann seinen damaligen Gegner Marek Masuch einfach auspendeln und ist dann bitterböse erwischt worden. Jetzt hat er hier wieder den Front-Head-Choke oder den Front-Headlock. Und kann eventuell von hier in den letzten 40 Sekunden noch mal auf den Rücken oder in eine dominantere Position. Apollo hält das hier erstmal, das heißt, er macht die Punkte. Wird aber auch vom Ringrichter ermahnt, er muss hier eine Folgeaktion bringen. Hält ihn hier unten, der Kampfrichter holt die beiden wahrscheinlich gleich wieder in den Stand. Oh, Knie hinterher. Oh! Direkt der Kick von Bojan Veličković. Und beide versuchen es nochmal, indem sie ein paar Kombinationen rausfeuern. Gutes Handmovement hier von beiden. Kampf auf Messers Schneide. Schwierig zu werten. Gleich schauen wir uns nochmal die besten Aktionen der zweiten Runde hier im Replay an, während die beiden Kämpfer hier von ihren Coaches versorgt werden. Wow, da sehen wir es nochmal. Direkt in den Jab reingelaufen. Und die Upkicks von Bojan Veličković sind auch auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern. Thank you.
Und dann kommen beide Kämpfer wieder in den Stand zurück. Also im Striking gefällt mir das Duell hier ausgesprochen gut. Ich hoffe, wir kriegen da noch mal ein bisschen was zu sehen. Und auf geht's in die dritte und letzte Runde dieses Durchgangs. Oh, das sah fies aus. Oh, harte Kombination hier von Apollo. Guter rechter Haken, mit dem er hier getroffen hat. Das ist ein Powerhouse. Aber richtig, also diese Kicks, die die beiden hier auspacken, das schnallt wirklich durch die ganze Halle. Das hören wir noch hier auf den hintersten Rängen. Veličković geht auf den Takedown. Aber Apollo hat die Hand hier unter Veličkovićs Kinn. Das heißt, er kann ihn hier nach oben ziehen und den Takedown hier sehr, sehr gut verhindern. Und er pinnt ihn hier wieder am Käfig fest. Versucht hier kurze Schläge zu machen, während hier Schweiß auf das Kommentatorenpult tropft. Und Silva hat hier nochmal signalisiert, dass er einen Tieftreffer abbekommen hat. Fiese Geschichte, aber kann natürlich aus Versehen mal passieren, gerade in der kurzen Clinch-Distanz, wenn man da mit den Knien arbeitet. Er schüttelt das kurz ab, hat eigentlich noch Zeit, sich etwas zu regenerieren, aber jetzt geht es weiter. Und Silva wieder mit dem vorderen linken Haken, das hat er schon ein paar Mal ausprobiert und hat gut damit getroffen. Er kontert immer mit dem Jab, jedes Mal Bomb und der Jab, er muss halt auf, wenn er nachsetzen würde. Ja, er hat aber, also Veličković hat natürlich riesen Respekt jetzt vor dem Jab von Apollo, weil er ihn damit schon einmal auf die Bretter bekommen hat. Oh, das Ding. Und jetzt arbeitet er hier weiter, oh, und er kriegt den Takedown. Gut gemacht hier. Wichtiger Takedown. Sehr, sehr wichtig hier. Oh, und er geht zum... Ah, hier, look. Ah, mal hier. Oh, harte Hammerfists. Harte Hammerfists aus der Oberlage jetzt von Veličković. Und vielleicht kriegt aber Apollo hier. Schön gesweept. Schön gesweept. Hat das Bein angegriffen. Gut gemacht hier. Und hat sich diesen Sweep dadurch geholt. Und Apollo wieder in der Oberlage. Hat jetzt hier die dominante Position. Kann hier eventuell noch mal etwas mehr Schaden machen. Aber er muss jetzt hier noch mal was zeigen, damit er diesen Kampf hier auch gewinnt. Er hat natürlich den Knockdown, das war eine Riesenhilfe, damit die Punktrichter ihm diese Entscheidung geben. Aber so leicht ist das hier noch nicht. Und wir dürfen uns auch gleich schon mal auf die weiteren Lokalmatadoren freuen, die wir in den kommenden Matches hier auf dem Programm haben. Als nächstes kämpfen Hartev Moel, Stefan Pütz und der Frankfurter Christian Eckerlin. Boah, gut zum Körper gearbeitet. Und beide landen wieder im Clinch. Veličković versucht, ihn nochmal rauszukommen. Gut gemacht. Beide haben sich gelöst. Und weiter geht's in der Striking-Distanz. Jetzt können sie hier nochmal was auspacken. Schönes Head-Movement hier von Apollo. Aber die Kicks sind fies. Also... Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Apollo noch mal so einen absoluten Horse-Kick durchzieht, wie zu Beginn der Runde. Veličković will jetzt auf jeden Fall das Tempo noch mal erhöhen, den Druck erhöhen, damit er das Ding einfach auch safe nach Hause bringt. Das macht er so nicht schlecht, weil das ist jetzt entscheidend. Dritte Runde, nähern uns der letzten Minute. Oh, nächster Takedown für Apollo. Und jetzt ist wieder Apollo in der Oberlage. Und er kriegt den Rücken. Die letzte Minute bricht an. Wow, gut
starke Aktion hier nochmal. Und die letzte Minute haben wir jetzt auf der Uhr. Guillotine, Anaconda Choke, Dart Choke, alles Optionen, die da sind. Ja. Oh, er geht wieder zum Beinangriff, zum Heel-Hook. Vielleicht kriegt er noch mal, vielleicht kriegt er noch mal den Nibar, aber jetzt aus der Butterfly Guard sieht das wiederum schwierig aus. Veličković muss jetzt selber noch mal Schläge anbringen hier. So. 15 Sekunden. Die letzten Sekunden dieses Matches laufen. Und jetzt kommt es, es kommt natürlich in der letzten Runde immer drauf an, wer will es mehr. Es ist eine super knappe Geschichte auf dem Punktezettel. Ja, wichtiger Abschluss für Veličković. Yes. Ja. Offizielles Ende des Kampfes. Sehr gut. Sehr unterhaltsamer Kampf. Ja. Geiles Strike. Sehr gut. Aber merkt man einfach, die Jungs haben überall gekämpft. Ja. Viel Erfahrung. Also technisch höchstklassiges Niveau hier. Und jetzt hören wir uns mal an, was unsere Punktrichter hierzu zu sagen haben. Ich komme mit dir gut. Ladies and gentlemen, let's see how judges score this fight. 29-28, Silva. 29-28, Veličković. And 30-27, for the winner by split decision, Leandro Apollo Silva! Excuse me, I can speak English with him, right? Yeah, okay. Leandro, first of all, congratulations on your victory. Very good performance. So you fought Bojan Veličković, very strong striker. Both of you are super experienced guys. What was your game plan coming into the fight? Tell us. Man, first of all, I'd like to say thank you, Andrej Pavol, Octagon. Thank you so much. All the Frankfurt people here came here. I appreciate it so much. I'm here because all you deserve, you know, deserve. In 2 weeks before, I went to on the mountains to train, to make an experience in my life. And now I'm here. The life is an adventure. I love that. Take Andres, take Pavol. I knew this fight supposedly is a great fight because Bojan is a great fighter, but I'm ready. My mind always ready. I need to say this guy. Come on, Maka. This guy is, man, great human being, great coach, great brother.
I'm so happy with us, with him. Also zunächst mal sagt er bedankt sich sehr, sehr herzlich bei euch allen hier, die zum Zuschauen gekommen sind. Er sagt, der Sport ist eine Riesenreise für ihn und er ist einfach dankbar, dass er ein Teil davon sein darf. Also danke Frankfurt von Leandro Apollo Silva. I can't forget. Thank you so much, American Top Team, my team. I love you, all the guys, all the coach. Thank you, Ricardo. Thank you so much, La Africa in Guatemala. Thank you so much, all the my friends there. I don't know if you know, but I'm a musician. I'm a songwriter. My songs in Spotify, Apple Music, all the digital platform. I need to say my market, you know. Let's go because I'm gonna release many more songs. I'd like to challenge Curtis Martins. I think this fight makes sense because Cosma gonna fight against Brito. I don't have a contract about future, but I have a contract about now. And now I think it makes sense to fight against him. Made Curtis in December, maybe December 3rd. I'm ready. Also zunächst mal bedankt er sich bei seinem gesamten Team. Er sagt, es war eine Riesenreise und er ist dankbar für alle seine Coaches, alle, die er hier um sich hat. Er sagt, er ist selber, abgesehen vom Kämpfen, ist er Musiker. Deswegen hat er euch alle eingeladen, hier bei Apple Music seine Musik abzuchecken. Und er hat aber natürlich auch schon einen nächsten Gegner im Sinn. Denn heute ist es gut für ihn gelaufen. Und deswegen möchte Leandro als nächsten Gegner für sein Titelrennen den Ungarn Mati Kertes haben, den wir heute gegen Christian Jung mitgesehen haben. Ich glaube, es ist ein guter Gegner. Der Sieg über Christian Jungwirth hat ihn jetzt weitergebracht. Aber Leandro Silva gegen Mati Kertes ist ein super Matchup. Ich glaube, da können wir bei Octagon was starten. Thank you. Thank you so much. We appreciate it. MMA geht weiter. Nach zwei ausverkauften Events in Frankfurt und der Aufstellung eines Besucherrekords für MMA-Turniere zieht Octagon in die nächste Stadt. In die bayerische Metropole München. In den Audi Dome. Auch diesmal werden die größten Stars von Octagon MMA nicht fehlen. Elite-Kämpfer aus Deutschland. Und junge Talente aus ganz Europa. Am 11.02. im Audi Dome München. Tickets im Vorverkauf bei Ticketmaster.de.